Anfang November 1961. Fahrt durch ein schönes Land, ein geordnetes Land, das auch ein Modell sein kann, in dem sich die Dinge ebenso abspielen könnten, wie sie sich überall abspielen können. Man kennt seine Wege, man kennt seine Züge, seine Fahrzeiten. Man kennt die Anschlüsse und man kennt die Haltepunkte. Den Punkt der Katastrophe kennt man nicht. Es kann hier sein und überall sein. Das Verhältnis des Menschen zu seiner Zivilisation ist geregelt. Man liest zwar von Unfällen, aber Unfälle sind äußerlich und werden äußerlich behandelt. Schuld ist ein juristisches Problem. Juristen, Psychologen, Soziologen haben ihn eingeordnet. Den Homo sapiens. Ein Verbrechen kann jedem zustoßen, jedem einfallen, jeder kann es ausführen. Was ist daran verwunderlich? Der Einzelne fühlt sich unschuldig und unbekümmert. Wozu sich selbst erkennen, wenn es die anderen tun? Alles ist so schön geordnet. Was soll die Aufregung? Der Mensch schiebt sein Versagen auf die Motoren, auf die Relais, auf seine Umwelt und seinen körperlichen Funktionalismus. Er ist nicht schuld, dass es so kommt. Er nicht. Die anderen und die Umwelt. Es ist nun mal so. Alle Italiener sind schmutzig, alle Franzosen denken nur an Ruhm, alle Juden nur ans Geld, alle Deutschen ans Militär, alle Russen sind unberechenbar, die Amerikaner Banausen. Urteile über den einen, Urteile über alle. Die Katastrophen wachsen langsam, unaufhaltsam in unseren Herzen, in unseren Vorurteilen, so wie in Andorra, dem neuen Drama von Max Frisch. Heute ist Sonnabend. Was hat das damit zu tun? Wegen meiner Lehrlingsprobe. Sie haben gesagt, am letzten Sonnabend in diesem Monat. Hier ist mein erster Stuhl. Nicht der Meister, dieser. Den Schlawerden ist nicht einfach, wenn es einer nicht im Blut hat. Nicht einfach. Und woher sollst du es im Blut haben? Das habe ich deinem Vater aber gleich gesagt. Warum gehst du nicht in den Verkauf? Wenn einer nicht aufgewachsen ist mit dem Holz, siehst du mit unserem Holz. Lob preiset eure Zedern vom Libanon. Aber hierzuland wird in andorranischer Eiche gearbeitet, mein Junge. Das ist Buche. Meinst du, du musst mich belehren? Sie wollen mich prüfen, meinte ich. Meister, das ist aber nicht meine. Da. Was habe ich gesagt? Wie die Froschbeine. Wie die Froschbeine. Und so ein Humbug soll in den Verkauf? Ein Stuhl von Pradea! Weißt du, was das heißt? Da! Schau es dir an. Sie irren sich! Hier. Das ist ein Stuhl. 110 Kilo. 110 Kilo habe ich am Leib! Aber sein rechter Stuhl ist, das ächzt nicht, wenn ein rechter Mann sich draufsetzt. Und das wackelt nicht. Ächzt das? Nein. Wackelt das? Nein. Also? Das ist meiner. Und wer soll diesen Humbug gemacht haben? Das habe ich Ihnen aber gleich gesagt. Fedri? Fedri! Nichts als Ärger hat man mit dir. Das ist der Dank, wenn man deinesgleichen in die Bude nimmt. Doch, ich hab's ja geahnt. Fedri, bist du ein Gesell oder was bist du? Ich. Wie lange arbeitest du bei Pradé und Sohn?
5 Jahre. Welchen Stuhl hast du gemacht? Schau sie dir an. Diesen oder diesen? Und antworte. Antworte frank und blank. Ich... Hast du verzapft oder nicht? Jeder rechte Stuhl ist verzapft. Hörst du's? Nur was geleimt ist, geht aus dem Leim. Du kannst gehen. Nein, die Werkstatt meine ich. Das lass dir eine Lehre sein. Aber ich hab's ja gewusst, du gehörst nicht in eine Werkstatt. Schad ums Holz. Nimm das zum Heizen. Das ist eine Gemeinheit. Man kann, meine Damen und Herren, die Kollegen von der Schweizer Presse nur beglückwünschen, dass es ihnen an einigen großen Zeitungen wie dieser möglich ist, die Besprechung eines kulturellen, eines künstlerischen Ereignisses auf der ersten Seite zu bringen. Man kann aber nicht nur die Schweizer Kollegen vom Feuilleton beglückwünschen, man kann auch die Zuschauer beglückwünschen, die Leser, die diese Dinge dann vor die Augen bekommen. Und diesen Vorzug, den wünschte ich auch den deutschen Lesern und Zuschauern. Das neue Stück von Max Frisch, Andorra, ist ein Zeitstück und doch zeitlos. Wieder war es Kurt Hirschfeld, der Direktor des Schauspielhauses in Zürich, der dieses neue Stück von Max Frisch aus der Taufe gehoben hat. Max Frisch hat in diesem Drama ein Thema behandelt, das er schon lange im Sinn gehabt hat und das eine Rolle spielt bereits in der kleinen Novelle Der andorranische Jude, das dann später wieder in breiter Form behandelt worden ist in seinem Roman Stiller, das Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis. Und dieses Gebot wünscht Frisch nicht nur auf Gott angewendet zu wissen, dem wir ohne Vorurteil entgegenzutreten haben, sondern auch auf den Menschen. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, damit nicht die Angst den anderen so vorbestimmt, dass er selbst in seiner Haltung nicht mehr aus noch ein weiß. Am Tag nach der Premiere habe ich Max Frisch in Zürich nach diesen Problemen und nach den Themenstellungen seines neuen Stückes gefragt. Ich habe ein bisschen Scheu, das mit wenigen Worten als Thema zu etikettieren. Sagen Sie es mit vielen Worten. Es ist, also du sollst dir kein Bildnis machen. Es ist der Gedanke, dass wir den Partner prägen durch die Erwartung, die ich an den Partner herantrage und sie umgekehrt auch, dass ich mich mit der Zeit so verhalte, wie sie es von mir fordern, positiv oder negativ. Es ist weiter gesagt, dass ich und die Gemeinde, das ist in dem Roman Stiller dann durchgeführt worden, dass ein Mensch ausbrechen will aus diesem von ihm gemachten Bildnis, das er als Gefängnis erlebt, und er möchte ohne Bildnis sein, er möchte neu anfangen können. Die ganze Judengeschichte, die in diesem Stück steht, ist ein Beispiel für etwas allgemein Menschliches. Sie ist also nicht gemeint als ein Zeitstück im herkömmlichen Sinne? Durchaus nicht. Durchaus nicht. Es ist ja überhöht auf eine dramatisch-archetypische Figur, möchte ich mal sagen. Das ist richtig, ja. Nicht, weil ich habe natürlich, man kann sich fragen, warum nun dieses Beispiel nehmen, nicht? Ich habe es natürlich mit Absicht gewählt, weil die Versündigung vom Du sollst dir kein Bildnis machen, hat in diesem, unserem Jahrhundert ein so scheußliches Beispiel mit der Judenverfolgung erlebt, sodass ich das nächste, uns nächste, das größte Beispiel habe wählen wollen, um es auch dem Zuschauer nicht leicht zu machen, nicht ins Allgemeine abzuschweben, sondern dort, wo wir wund sind, dort die Frage zu erörtern oder dort die Gestaltung zu vollziehen. Zuerst, wenn man arbeitet, hat man immer das Gefühl, es sei ein Einzelfall, ein Einzelthema. Wird man etwas älter und es liegen mehrere Werke hintereinander, so sieht man natürlich den Zusammenhang mehr und mehr, sodass es völlig richtig ist. Sie sagen zum Beispiel, in meinen Arbeiten spielt die Angst eine Rolle. Welche Art Angst? Es gibt ja sehr viele Arten der Angst. Es ist zum Beispiel nicht so sehr die Todesangst oder Lebensangst, sondern es ist eine spezielle Angst. Es ist, ich komme auf das zurück, was ich vorher anzudeuten versucht habe, es ist die Angst des Einzelnen vor der Gemeinde.
der Polis. Das, was man heute also mit dem Schlagwort Konformismus bezeichnet. Und zwar sehr kompliziert natürlich. Es ist nicht nur das, wenn dieser Einzelne, jetzt mal, dass ich mich nicht durchsetze, wenn ich anders denke als diese Umwelt, dass ich Mühe habe oder scheitere oder ausgestoßen werde. Diese Angst gibt es auch. Es gibt aber vor dem schon die Angst, dass ich gar nicht zu mir selbst komme, indem ich schon die Gedanken der anderen denke, bevor ich meine eigenen denke. Also es ist die Angst dann vor dem Selbstverlust. Das würde also als Geschichte so ausgehen, dass diesem Menschen dann gar nichts passiert. Der lebt mit allen, wird dann aber auch mit allen schuldig. Es trifft mit einem anderen Problem zusammen, nämlich dass ja auch die Mörder, die nicht nur die aktiven, sondern auch die potenziellen Mörder in ihrem Stück nicht gerichtet werden. Warum? Ich sehe kein Menschengericht, das nicht wieder ein Menschengericht wäre, und ein anderes Gericht sehe ich nicht. So bleibt es also ohne ein Gericht, außer, wenn Sie so wollen, durch das Kunstgericht, in dem ich die Möglichkeiten zeige und eigentlich immer uns alle mit einbeziehend. Darum ist ja zum Beispiel auch bei diesem Stück, wie bei einem anderen, das vorher ging, bei dem Biedermann-Stück, ich zeige eine Katastrophe nicht in den großen Ausmaßen, sondern dort, wo sie anfängt, in dem Kleinen, wie sich das zusammensetzt, und zwar bei uns allen, bei Ihnen, bei mir. Also nicht den Großmörder, der mich dann nicht mehr so sehr interessiert, sondern wie machen wir die Katastrophe möglich? Und das fängt ja ganz langsam das an. Das fängt sehr langsam an, und tückischerweise ist das Leben nicht so, wie wir es in der Kunst gerne haben möchten, dass die Szene kommt, wo wir sagen können, nein. Sondern wir haben schon ja oder nein, nein oder ja, ja gesagt, und die Entscheidung ist schon da, und wir wissen gar nicht wann, nicht? Man wird sehr sachte, wird man schuldig, oder sehr sachte geht man auf die schiefe Ebene. Und das ist, was ich aufzeigen möchte, immer und immer wieder. Offenbar ist das eine Grund- und Lebenserfahrung. Andra! So ist recht, mein Freund, so muss es tönen, dass jeder Jud in den Boden versinkt, wenn er den Namen unseres Vaterlandes hört. Also tragisch ist das nicht. Ein bisschen entzündet, ich mache mir keinerlei Sorgen. Eine Pille vor jeder Mahlzeit. Wieso soll der Jud versinken im Boden? André! Wo habe ich sie nur? Das fragst du, junger Freund, weil du noch nie in der Welt gewesen bist. Ich kenne den Jud. Wo man hinkommt, da hockt er schon, der alles besser weiß. Und du, ein schlichter Andorraner, kannst einpacken. In allen Ländern der Welt hocken sie auf allen Lehrstühlen, ich hab's erfahren, und unser einem bleibt nichts übrig als die Heimat. Dabei habe ich nichts gegen den Jud. Hier, deine Pillen. André! Was hat er denn plötzlich? André! Einfach rechts umkehrt und davon? Das hätten Sie vorher nicht sagen sollen, Professor, das mit dem Jud. Warum denn nicht? André ist Jud. André, Sie sind so feierlich. Ich bin gekommen, um dich zu erlösen. Ich habe nichts davon gewusst, als wir das letzte Mal miteinander redeten. Aber nun, André, ist deine Mutter gekommen? Wer ist gekommen? Die Signora. André, du bist kein Jud. Du glaubst nicht, was ich dir sage? Nein. Ja, also, glaubst du, ich lüge? Hochwürden, das fühlt man. Was fühlt man? Ob man Jud ist oder nicht. Da hörst du nicht, was ich dir sage. Du bist sein Sohn. André, das ist die Wahrheit. Wie viele Wahrheiten habt ihr? Das könnt ihr nicht machen mit mir. Warum glaubst du uns nicht? Euch habe ich ausgeglaubt. Ich sage und schwöre beim Heil meiner Seele, André, du bist sein Sohn, unser Sohn. Und von Jud kann nicht die Rede sein. Es war aber viel die Rede davon. Seit ich höre, hat man mir gesagt, ich sei anders. Und ich habe geachtet darauf, ob so ist, wie Sie sagen. Und es ist so, Hochwürden, ich bin anders. Man hat mir gesagt, wie meinesgleichen sich bewege, nämlich so und so. Und ich bin vor den Spiegel getreten fast jeden Abend. Sie haben recht, ich bewege mich so und so, ich kann nicht anders.
Und ich habe geachtet auch darauf, ob es wahr ist, dass ich alleweil denke ans Geld, wenn die Andorraner mich beobachten und denken, jetzt denke ich ans Geld. Und sie haben abermals recht, ich denke alleweil nur ans Geld. Und ich habe kein Gemüt, sondern Angst. Man hat mir gesagt, meinesgleichen ist feig. Auch darauf habe ich geachtet, ich fühle nicht wie sie. Sie haben mich mit Stiefeln getreten. Es ist so, ich fühle nicht wie sie. Und ich habe keine Heimat. Hochwürden haben gesagt, man muss das annehmen. Und ich hab's angenommen. Jetzt ist es an euch, Hochwürden, euren Jud anzunehmen. André, du möchtest ein Jud sein? Ich bin's. Lange habe ich nicht gewusst, was das ist. Jetzt weiß ich's.